Ich schlage mal vor, erst Peter, wenn du so weit bist, wir fangen an. Ich lese mal was vor. In der Comgen-Liste ist vor langer Zeit, 2018, hat jener geschrieben: Ich sollte häufiger mal im Gen-Wiki stöbern. Das ist ja eine richtige Schatzkiste. Der Peter Teuton hat es bei sich auf der Homepage eingebaut. Also die wahre Schatzkiste, Gen-Wiki, ist das Stichwort. Ernst Peter, zeig uns die Schatzkiste. Gehen Wiki. Okay, dann fange ich mal an. Also herzlich willkommen zum Online-Vortrag zum GenWiki und wie ich mich darin zurechtfinde. Was bietet das GenWiki und wie finde ich mich darin zurecht? Ich möchte gerne fünf Punkte nehmen. Zunächst mal, was das GenWiki ist. Dann anschließend, und das wird das Ausführliche sein, Suchstrategien, die notwendig sind, um diese Schatzkiste auch wirklich öffnen zu können. Dann habe ich einen Punkt Versionsgeschichte, der wird recht kurz sein. Es geht um die Versionsgeschichte der Artikel, über etwas über Benutzer und wie CompGen seine ganzen Projekte laufen hat. Mitmachprojekt, dazu möchte ich auch noch kurz was sagen. Was ist das GenWiki? Träger des GenWiki ist der CompGen-Verein. Das Ziel ist, nicht genealogische Fakten an die Leute weiterzugeben. Dafür gibt es andere Projekte, die Datenbanken, zum Beispiel GetCom etc. Hier geht es vor allen Dingen um die Unterstützung der eigenen Forschung durch Hintergrundwissen. Das heißt, wir versuchen, Begriffe zu klären, Berufsbezeichnungen, Krankheitsbezeichnungen, Begriffe, die einfach auftauchen, im Rahmen der genealogischen Forschung. Der zweite Bereich ist, dass wir verweisen auf Hilfsmittel. Dazu zähle ich unter anderem auch die genealogischen Programme. Das GenWiki verweist auf Quellen und es verweist auf Institutionen, also zum Beispiel Vereine, Archive, Bibliotheken oder andere Institutionen, die einem bei der Forschung helfen können. Wichtig ist, wie alle Projekte von CompGen, sie basieren auf der Idee von Open Access. Das heißt, ich muss kein Mitglied bei CompGen sein, um Zugriff auf die Daten zu haben. Auf der anderen Seite brauche ich aber auch keine Mitgliedschaft, wenn ich dabei mitarbeiten möchte. Gestartet ist das GenWiki 2003, 2004, in dem die damals statischen Webseiten in ein Wiki übertragen worden sind. Inzwischen gibt es über 250.000 Artikel. Es gibt aber viel mehr Einzelseiten, denn ein Großteil der Seiten sind zum Beispiel Weiterleitungsseiten oder andere, die als Technik im Hintergrund laufen. Wenn ich ins GenWiki reinkommen will, dann mache ich das, indem ich in die Adresszeile meines Rechners eingebe, einfach compgen.de. Alles andere wird dann ja heutzutage ergänzt. Und ich komme auf die Startseite des CompGen-Vereins. Gleich auf der Startseite, was können Sie hier tun, finde ich einen Hinweis auf das GenWiki. Wenn ich auf diesen Link klicke, komme ich direkt ins GenWiki hinein. Es gibt aber auch noch eine andere Sache. Ich kann über das Menü oben am Kopf gehen und da recherchieren, finde ich etwas weiter unten das GenWiki genealogisches Lexikon. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit von dieser Startseite aus. Ich gehe über das Menü, Kopfmenü, Informationen und komme auch wieder auf das GenWiki. Und an dieser Stelle werden so ein paar wichtige Teile des GenWikis auch nochmal vorgestellt, damit ich direkt in diese Bereiche reinkommen kann. Allein die Tatsache, dass ich auf drei verschiedene Art und Weise ins GenWiki kommen kann, zeigt, wie wichtig das GenWiki für alle möglichen Projekte von CompGen sind. Und das GenWiki ist eigentlich auch so ein bisschen eine Zentrale, über die ich in alle anderen Projekte reinkomme. Das ist für viele Personen sehr verwirrend, weil sie nämlich nicht mehr merken, dass sie gar nicht mehr im GenWiki drin sind, sondern in irgendeinem anderen Projekt, das ich vom GenWiki aus aufgerufen habe.
Nun, da kommen wir schon zu den Suchstrategien. Ich denke, es gibt vier große Suchstrategien. Zum einen, ich gehe über das Suchfeld. Das kennen wir alle aus der Wikipedia. Ich gebe einfach was ein und komme zu einem Artikel. Oder ich gehe über die Hauptseite. Ich kann über Themenportale gehen und das, was für manche recht schwierig ist, über die Kategorien. Wenn wir das Suchfeld nehmen, das befindet sich auf der linken Seite, direkt unter dem Logo. Ich kann entweder Titel auswählen oder Volltext. Das hat eine Auswirkung auf die Suche. Wähle ich einfach nur Titel aus, dann bekomme ich nur eine Suche in den Titeln der Artikel. Wähle ich Volltext, dann wird über das ganze Genwiki, also über die ganze Viertelmillion Seiten gesucht. Findet die Suche bei Titel nichts, wird automatisch eine Volltextsuche gestartet. Da brauche ich also gar nichts dazu zu machen. Wichtig ist bei der Eingabe, dass das Sternchen als Platzhalter nur am Wortende eine Funktion hat. Und damit wir das Ganze auch mal in Natura haben, ich gehe also ins Genwiki. Habe hier mein Suchfeld und gebe zum Beispiel ein Müller. Titel ist schon voreingestellt, also diese Titelsuche ist schon voreingestellt und er sucht und findet automatisch einen Artikel, der Müller heißt. Dieser Artikel ist relativ klein. Der könnte noch ein bisschen Informationen gebrauchen. Das sieht man hier von oben an dieser Sache. Da werden die Leute versucht zu animieren, etwas mitzumachen. Wie man gesehen hat, muss ich bei der Eingabe des Suchwortes nicht nach Groß- und Kleinbuchstaben unterscheiden. Ich kann also alles in klein eingeben, so wie das heute viele machen. Die sind zu faul, dann die Großbuchstaben dazwischen zu nehmen. Möchte ich wissen, was alles mit Müller noch zusammenhängt, könnte ich also Müller Stern eingeben und ich bekomme ein anderes Suchergebnis. Ich sehe hier, dass also zu Müller gibt es auch etwas mit Familiennamen. Es gibt verschiedene Artikel, in denen Müller vorkommt. Hier haben wir auch unseren Müller als Berufsbezeichnung. Und ich kann also hier jetzt einfach dann aussuchen, was ich brauche. Man sieht auch, dass es ein eigenes Portal gibt, zu dem wir hier nachher kommen. Müller und Mühlen könnte vielleicht für den einen oder anderen interessant sein, dass die da was finden. Übereinstimmung mit Seitentiteln war hier jetzt gewesen. Das heißt, Müller steht im Artikel Kopf, im Artikel Namen, aber halt, da ich diesen Stern verwendet habe, ist alles, was sonst noch an Müller kommt, also wo Müller einfach drin steht, wird jetzt hier angezeigt. Würde ich das versuchen, den Stern an den Anfang zu setzen? Also ich hätte ganz gerne etwas über Ölmüller und Sägemüller oder irgend sowas gewusst und ich starte die Suche, dann bekomme ich keine Übereinstimmung mit den Seitentiteln. Interessant finde ich, er findet jetzt ja doch was. Scheinbar genau die gleichen Sachen wie vorhin. Okay. Manchmal tut sich etwas mit der Zeit. Das heißt, das Genwiki ist also auch eine Sache, die am Leben ist. Suche ich jetzt einen Müller-Bursch,
dann ist das ja keine eigene Berufsbezeichnung. Aber ich finde dann Artikel, in denen irgendwo ein Müllerbursch vorkommt, zum Beispiel im Bürgerbuch der Stadt Erfurt ist ein Müllerbursch genannt oder hier im Bürgerbuch der Stadt, ne, sind wohl unterschiedliche Seiten, ja, ganz genau. Okay, das war die Suche an dieser Stelle. Eine zweite Möglichkeit ist die Hauptseite. Diese Hauptseite bietet in einer Kachelversion eine Suche, die ein bisschen thematisch geordnet ist. Auf die Hauptseite komme ich entweder über die obere Menüleiste, über das Genwiki oder über das Logo am linken Seitenrand oder aber ich gebe im Suchfeld Hauptseite ein. Holen wir wieder unseren Livestream. Genwiki, ich gehe jetzt einfach mal hier drüber. Und wir sehen, was es im Genwiki alles für Möglichkeiten gibt. Hier sind so die wichtigsten ein bisschen zusammengefasst. DigiBib-Lexika, regionale Forschung, Datenbanken, Computergenealogie, Basiswissen. Also eigentlich sind so Sachen Basiswissen, Lexika, regionale Forschung, sind genuin Genwiki-Sachen. DigiBib, dort sind die digitale Bibliothek, ist eigentlich schon wieder ein eigenes Projekt, das auch relativ umfangreich ist. Sehen hier auch die genealogischen Vereine oder auch ausgesuchte Artikel. Die nächste Möglichkeit, die ich habe, ist wieder, ist also Themenportale zu wählen. Die Themenportale erreiche ich am linken Seitenrand direkt unter der Suche, Portale. Und es gibt nochmal eine eigene Sache, Themenportale. Hier sind einige wichtige Sachen bereits wieder aufgezählt, welche Möglichkeiten, welche Themenportale es gibt. Oder aber ich suche mir dann die Hauptseite Portale. Hier wollte ich hin, Themenportale. Die Seite ist ähnlich aufgebaut. Wir haben regionale Forschung, thematische Forschung, Wissen etc. und darunter dann Bereiche, in denen wir weiter gucken können. Ganz wichtig als Sammelbecken finde ich die regionale Forschung. Was ich aber, damit ich das nicht vergesse, vorstellen wollte nochmal, das war hier über Kommunikation, genealogische Veranstaltungen. Das ist so eine Sache, die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ich kann über diese Seite selbst mitteilen, wo finden gerade genealogische Sachen statt. Oder aber ich kann nachschauen, was ist denn heute, was ist im September los? Über Termine und ich finde also hier alle Veranstaltungen, soweit sie eingetragen worden sind, in Deutschland eintragen kann im Prinzip jeder. Also die Woche zum Beispiel hatten wir hier in Münster, dann, wenn ich dann auf den Tag gehe, finde ich dann weitere Informationen. Wir hatten hier in Münster einen Familienforschungstreff und hier in Wuppertal war zur gleichen Zeit auch etwas gewesen. So. Wichtig war mir die regionale Forschung. Hier gibt es ein paar sehr gute Portale, die auch regelmäßig gepflegt werden. Eines, was, ja, wo ich denke, das am besten mit gepflegt ist, ist zum Beispiel Bayern. Da wird auch regelmäßig in den Mailinglisten mal darüber berichtet, was dort ist.
Gehen wir mal gerade über Bavaria. Und da sehen Sie, da ist also versucht worden, auf einer Seite so die wichtigsten Punkte, die man oder die wichtigsten Fragen, die man stellen könnte für die genealogische Forschung. Was brauche ich denn für Bayern? Wo finde ich Verein, Pfarrverzeichnisse, Findmittel sind hier extra nochmal aufgeführt. Ich habe historische Territorien beschrieben. Was jetzt Hofmarken im Kurfürstentum Bayern sind, wüsste ich überhaupt nicht, aber es ist ja auch Sinn so einer Seite, dass man einfach mal interessiert wird, irgendwo mal reinzuschauen und zu gucken. Ganz häufig sind wir ja dabei, dass wir irgendeinen Ort suchen und wissen wollen, was es für diesen Ort bereits gibt. Ich tippe also einfach mal einen Ort hier ins GenWiki in die Suche mit ein und gelange dann auf die Seite des Ortes. Sie sehen hier, am Anfang gibt es ein Inhaltsverzeichnis, dass ich mich schneller zurechtfinden kann. Und das ist also eine von den Seiten, die sehr umfangreich sind, wo ich sehr viele Informationen finde. Blätter einfach mal so hier runter. Also hier zum Beispiel Quellen. Wenn ich hier drauf gehe, dann hier steht bei Matricula, dann verlasse ich das GenWiki und komme direkt auf die Seite von Matricula. Und kann nach dem, was ich suche, direkt in den Quellen forschen. Es gibt weitere genealogische Quellen. Hier haben wir unser Grabsteinprojekt, das ich also über die Friedhöfe dann suchen kann. Totenzettel, also alles mögliche Batchnummern bei den Mormonen. Adressbücher ist also auch eine ziemlich große Sammlung bei uns dann in der digitalen Bibliothek wiederum. Aber ich komme aus dem GenWiki dorthin. Wenn ich in der digitalen Bibliothek suchen würde, dann würde ich vielleicht einfach übersehen, dass es für Aachen etwas gibt. Über die Seite kriege ich diese Information gebündelt. So. Also hier, das geht noch ein Stückchen weiter nach unten. Gehen wir mal ganz nach oben. Hilfreich ist natürlich dann dazu dann dieses Inhaltsverzeichnis. Wenn ich also da lese Grabstein und ich möchte zu den Grabsteinen springen, kann ich direkt dort anfangen und kann dort weitersuchen. Noch was anderes. Was auch wichtig ist, vom GenWiki wird in unser geschichtliches Ortslexikon, geschichtliches Ortsverzeichnis verlinkt. Ich kriege hier also Informationen nochmal zusätzlich, wie dieser Ort zu irgendwelchen Zeiten, zu irgendwelchen Herrschaften gehört hatte. Und das hilft mir dann unter Umständen herauszufinden, bei welchem Archiv ich dann nachsehen muss. Überall hier käme ich dann ins geschichtliche Ortsverzeichnis rein. Jo, aber das wäre ein eigenes Thema. So, ich mache es jetzt gerade mal hier schon weiter. Ganz unten am Ende einer Seite findet sich ein Abschnitt Kategorien. Das ist also die letzte Möglichkeit zu suchen. Jeder Artikel muss eigentlich in mindestens einer Kategorie vorhanden sein. Wir sehen hier, Aachen ist in verschiedenen Kategorien, also als Ort in Nordrhein-Westfalen, Aachen als kreisfreie Stadt etc. Unter Umständen, ist jetzt hier an dieser Stelle nicht, aber ich könnte dann unter Umständen auch etwas finden, Literatur zu Aachen nochmal in einer eigenen Kategorie, wenn es dafür genügend Sachen gibt. Gehen wir mal auf die Kategorie Aachen. Wir sehen, dass es hier Unterkategorien gibt, insgesamt 16.
Und hier werden 14 Seiten angezeigt, die direkt in der Kategorie Aachen zu finden sind. Aber jede Unterkategorie hat wiederum einzelne Artikel. Also hier Online-Adressbuch für Aachen. Habe ich 30 Artikel, kann ich hier hinten sehen. Das heißt, ich finde hier eine ganze Menge Adressbücher, die online sind. Denn wenn ich hier rüber gucke, Adressbuch für Aachen, da habe ich bereits 100 Artikel. Davon ist gut ein Drittel oder knapp ein Drittel ist online zu erreichen. Diese Kategorien sind versuchen, die ganzen Artikel in eine Systematik hineinzubringen. Damit ich in den Kategorien auch, damit ich weiß, welche Kategorien es gibt, gibt es hier unter GenWiki intern die Möglichkeit, sich die Hauptkategorien anzeigen zu lassen. Da sieht man es von A bis Z und ich könnte jetzt weitergehen. Zum Beispiel, was wäre, also ich könnte über Literatur weitergehen. Dann habe ich weitere Unterkategorien, bis ich dann schließlich zum Beispiel hier für, zu einem ganz konkreten Werk komme, das hier beschrieben wird. Ich habe eine Kategorie, die ich häufig brauche. Für mich ist die Kategorie Ortsfamilienbuch. Deswegen habe ich es mir als Lesezeichen hingelegt. Hier finden Sie alphabetisch geordnet eine sehr große Liste von Ortsfamilienbüchern, alphabetisch geordnet und ein Verweis, wo Sie das Buch finden können. Bei manchen Büchern sind die Orts- und die Namensverzeichnisse mit drin. Das ist meines Wissens das größte Verzeichnis an Ortsfamilienbüchern, das es überhaupt gibt. Und das ist noch nicht vollständig. Ich komme zurück zu dieser Sache. Also das war das mit den Kategorien. Über den linken Rand kommen wir dazu. Wir haben also Hauptkategorien, die in Unterkategorien eingeteilt sind und dann komme ich zu einem Artikel. Das sagte ich bereits, jeder Artikel muss mindestens einer Kategorie zugeordnet sein. Jemand, der anfängt, vergisst das manchmal, das können wir aber rausfinden und von Zeit zu Zeit wird das also dann nachgeholt, dass auch diese Sachen kategorisiert werden. Was ich auch schon gezeigt habe, Kategorien werden im Fuß des Artikels aufgeführt und zwar unterschiedlich viele. So, bei den Suchstrategien habe ich noch zwei Tipps. Das eine wäre, richten Sie sich eine Sache ein. Sie können sich also einrichten, dass Sie das GenWiki, wenn Sie sehr häufig drin suchen, einfach in den Browser hineinlegen. Anleitung dazu gibt es im Internet. Und wenn ich jetzt den Artikelnamen kenne, kann ich direkt hier suchen, ähnlich wie in der Wikipedia und bin direkt beim Artikel dran. Der zweite Tipp, der geht von hier aus. Wir haben hier einen Punkt, der heißt Metasuche. Die Metasuche gehört eigentlich nicht zum GenWiki. Die Metasuche ist aber trotzdem sehr gut und weil es hier in der Menüleiste oben erscheint. Sie können hier über verschiedene Projekte von CompGen gleichzeitig suchen und auch über verschiedene Datenbanken von Vereinen, die sich hier mit angeschlossen haben. Also hier haben wir zum Beispiel Upstalsbooms Gesellschaft. Es ist also jeweils hinten angegeben, wer die ganze Sache macht. Also Sterbebilder von Bayern zum Beispiel und auch über das, was wir über unser Dateneingabesystem erfassen.
Das war also der zweite Tipp, der zu geben ist. Nutzen Sie die Metasuche, wenn Sie speziell genealogische Daten suchen. Mit der Versionsgeschichte der Artikel haben die meisten wenig am Hut. Am Kopf eines Artikels findet sich ein Reiter Versionen Autoren, den wohl die wenigsten anklicken. Hier gibt es aber interessante Informationen. Sie kriegen eine genaue Liste, was sich im Artikel geändert hat. Vor allen Dingen auch, wie oft im Artikel etwas geändert worden ist und was geändert wurde. Das hilft unter Umständen mit herauszukriegen, ob an dem Artikel sehr viel gearbeitet worden ist oder ob der Artikel relativ gut ist, sodass sich also nur noch Kleinigkeiten verändern. Es zeigt auch, wann der Artikel zum letzten Mal überhaupt bearbeitet worden ist. Und es zeigt, da kommen wir dann bei den Benutzern dazu, es zeigt also auch, wer daran was geändert hat. Diese Versionen sind auch aus einem ganz anderen Grund wichtig. Sie haben Zugang zu allen jemals erstellten Versionen des Artikels. Wichtig ist das vor allen Dingen dann, wenn Sie das Genwiki irgendwo zitieren wollen. Geben Sie genau das Datum und die Uhrzeit an, können Sie darauf verweisen, dass eine bestimmte Sache in dem Artikel gestanden hat, die dann später vielleicht rausgestrichen worden ist. Und Sie suchen dann, wo habe ich eigentlich die Information her? Ist es wirklich aus dem Genwiki? Sie können das mit dieser Versionsgeschichte verfolgen. Gehen wir hier nochmal gerade zurück. Nach Warmenhausen. Ich nehme die Versionsgeschichte und erfahre hier, wer hat wann etwas gearbeitet. Viele geben also auch noch an, was sie daran geändert haben, sodass also da leicht ein Überblick zu finden ist. Manchmal ist es also auch nur ganz, ganz wenig oder es hat jemand überhaupt nichts dazu geschrieben. Klicke ich jetzt hier links an, dann erhalte ich eine Ansicht, was an diesen Artikeln verändert worden ist. Und ich habe jetzt, die neueste Version gewählt. Ich soll es mit der neuesten vergleichen. Ich kann aber auch sagen, vergleiche das Ganze mit der vorherigen. Und dann bekäme ich die Seite, die am 17. Februar 2005 um 16.58 Uhr erstellt worden ist, und ich sehe hier unten auch, wie diese Seite ausgesehen hat. Man sieht, dass das war ziemlich am Anfang, da wurde eigentlich die Seite erst angelegt und es steht also so gut wie noch nichts drin. An der gleichen Stelle wie die Versionen haben wir auch einen Hinweis auf die Benutzer. Wer hat den Artikel verfasst oder geändert? Wenn ich eine Person kenne und dann weiß, wie gut die arbeitet, kann ich anhand von dieser Sache schon mal sagen, ob der Artikel gut ist oder vielleicht mit Vorsicht zu genießen ist. Ich habe auch einen Link, der führt dann zur Benutzerseite. Schauen wir gerade nochmal. Also ich bin jetzt hier an dieser Stelle. Ich kann hier zu dem Benutzer springen, der diese Version geändert hat. Ich könnte es also auch in der Übersicht, habe ich das Ganze dann auch nochmal. Da habe ich halt alle Leute, die was dran geändert haben. Wenn ich da draufklicke, komme ich auf die Benutzerseite des
Bearbeiters. Diese Benutzerseite sieht nicht immer so voll aus wie jetzt hier bei mir. Manche Benutzer geben überhaupt nichts von sich preis. Das ist dann ein bisschen schade, weil es dann etwas schwieriger wird, mit dieser Person Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, da muss ich es klein machen. Und hier weiter. Diese Benutzerseite gibt also Auskunft über die Autoren. Und eine zweite Sache, die vielleicht auch interessant ist, gibt eine Auskunft darüber, was diese Personen sonst noch im GenWiki gemacht haben. Die meisten Autoren haben so ihr Spezialgebiet. Das kann ich mit Hilfe der Benutzerseite feststellen. Ich gehe auf Benutzerbeiträge, da steht unter Werkzeuge. Und sehe dann, was eine Person alles gemacht hat. Das war da mal eine Zeit, wo sehr viel gemacht worden ist. Und vor allen Dingen, ich kann auch erkennen, ob das, was die Personen gemacht haben, noch aktuell ist oder ob schon jemand was dran geändert hat. Also hier zum Beispiel, da hatte ich was geändert, aber das ist schon nicht mehr aktuell. Da hat schon jemand anderes wieder was Neues dazu eingefügt. Diese Benutzerseite enthält unter Umständen auch eine Mailadresse. Wenn der Benutzer nämlich sagt, die Leute dürfen mich gerne anschreiben. Und es gibt noch eine zweite Möglichkeit, mit dem Benutzer in Kontakt zu kommen. Ich kann über seine Diskussionsseite ihm etwas schreiben. Das hat allerdings einen Nachteil. Ich muss eine Kennung haben. Ich muss also angemeldet sein bei der ganzen Sache, sonst geht das nicht. Ich kann zwar mir anschauen, was geschrieben worden ist auf der Diskussionsseite, aber ich kann es nicht ändern. Wenn ich hier etwas fragen will, also man sieht hier, wurden verschiedene Fragen gestellt, beziehungsweise auch Hinweise gegeben, dann kann man das auf dieser Seite machen. Da man angemeldet ist, sieht man auch immer, wer hat das Ganze geschrieben. Wenn ein Benutzer das nächste Mal sich ins GenWiki einloggt, also sich anmeldet, dann bekommt er automatisch dann mitgeteilt, hier sind neue Beiträge eingegangen und ich kann dann sofort gucken, wer hat mir was geschrieben. Muss ich da aktiv werden oder war das einfach nur eine Information, die ich woanders mit eintragen kann? Letzter Punkt. Das GenWiki ist also ein Mitmachprojekt. Jeder kann mitmachen. Er muss nicht im CompGen-Verein sein. Wir haben auch eine ganze Menge Personen, die da mitarbeiten, die nicht gleichzeitig Mitglied sind. Man muss sich anmelden. Das ist auf jeder Artikelseite rechts oben möglich. Wenn ich mich anmelde, ja, dann kann ich mich entweder mit meinem Passwort, mit meinem Namen, Benutzernamen, meinem Passwort anmelden oder aber ich bekomme einen Hinweis, wo ich mich anmelden kann und kann dann anschließend loslegen. Bei Mitmachprojekten ist es natürlich wichtig, dass man gewisse Regeln beachtet. Die findet man in der Mitmachhilfe. Ähnliche Artikel sollten möglichst ähnlich aufgebaut sein. Dazu haben wir im GenWiki einiges an Vorlagen und es gibt eine eigene Mailingliste dazu, in der man Fragen stellen kann. Wenn man über diese Mailingliste Fragen stellt, hat man den Vorteil, dass das sehr viele Leute lesen und einem dann bei den ersten Schritten oder bei einem besonderen Problem helfen kann. Ich ermuntere dazu, einfach das Wissen, das jeder hat, dort einzubringen in diese GenWiki-Artikel. Sie brauchen nichts mit Formatierung oder sonst was zu können. Geben Sie einfach an einer, unter einer entsprechenden Überschrift etwas ein.
geben Sie eventuell in der Mailingliste Bescheid. Ich habe da auf der und der Seite was eingetragen. Kann mal jemand drüber gucken und dann findet sich garantiert jemand, der das Ganze dann schön macht. Es kommt nicht auf die Verpackung an beim GenWiki oder nicht nur, sondern es kommt vor allen Dingen auf die Information, also auf den Inhalt an. Ja, und damit bin ich bei dem Ende angelangt. Du hast jetzt eine Dreiviertelstunde ungefähr. Wäre also jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wo etwas unklar geblieben ist. Ja, danke, Ernst-Peter. Da das immer einen Moment dauert, bis die Leute ihr Mikrofon aufgemacht haben und eine Frage gestellt haben, frage ich jetzt mal hier aus dem Chat heraus. Gibt es die Frage, ob es eine redaktionelle Kontrolle zu den Texten gibt? Ich habe im Chat schon geantwortet und der Horst auch. Aber vielleicht sagst du, wie wird denn sichergestellt, dass so ein Artikel nicht allzu viel Blödsinn enthält? So sage ich mal. Also es ist eigentlich hier die Kontrolle durch die Community. Als das GenWiki aufgesetzt worden ist, gab es eine größere Diskussion, ob das Ganze nicht zu Chaos führen würde. Mir sind so gut wie keine Artikel bekannt, die wirklich, wo es also Vandalismus gegeben hat oder wo Leute irrsinniges Zeug reingeschrieben haben. Wenn man auf sowas stößt, gibt es zum einen wieder die Möglichkeit, hinzugehen und über die Mailingliste was zu schreiben. Also kann da mal jemand drüber gucken oder die und die Information hier ist falsch. Es gibt, also diese Sache wäre mir am liebsten, die zu verwenden. Oder aber gibt es das hier auch bei der Sache, oder aber man kann an, hier steht das, Mail an die Admins. Meine Bitte ist aber, da sind weniger Leute tätig und die müssen dann alle Mails beantworten, die aus allen verschiedenen Richtungen kommen. Also meine Bitte wäre, wenn jemand was entdeckt, was also nicht in Ordnung ist, entweder auf die Diskussionsseite, die gibt es nämlich nicht nur für die Benutzer, sondern auch für die Artikel, entweder dorthin zu schreiben oder aber dann in der Mailingliste Bescheid zu geben oder aber, was auch noch möglich ist, wenn Sie irgendjemanden kennen, der da drin arbeitet, dem das zu sagen, vielleicht hilft es ja auch nachzusehen, wer hat das geschrieben und diese Person zu versuchen, selbst zu kontaktieren und mal nachzuhören, woher er denn seine Informationen hat. Denn also wirklich bewusst irgendetwas an Blödsinn reinzuschreiben, ist mir in der ganzen Zeit eigentlich noch nicht begegnet. Da sage ich mal, mir schon. Okay. Dort haben wir durch einen Nutzer den Hinweis bekommen, dass wir uns den Artikel doch mal genauer anschauen sollten, was zur Löschung des Artikels und Sperrung des Nutzers geführt hat. Okay. Also das gibt es, aber du musst es entdecken unter einer Viertelmillion Artikeln. Dazu ist keiner in der Lage. Und die Diskussionsseite ist meines Erachtens die beste Art zu sagen, sag mal, bist du der Auffassung, dass dieses oder jenes so richtig ist? Mein Horizont sagt, es ist ein bisschen anders. Man kann dann auch im Artikel korrigieren, wenn dann allerdings zwei Kameraden sich im Artikel dann so ein Gefecht, so ein Editor liefern, ist es oft auch nicht die Lösung. Also man muss sich dann schon so ein bisschen aufeinander zubewegen. Insgesamt ist es die Community, die drüber wacht, die sagt, na Moment mal, also, und wie gesagt, ein einziges Mal ein Hinweis, der aber es in sich hatte. Also der war wichtig, dieser Hinweis, weil wir hätten es sonst nicht bemerkt. Also ich hatte bei jemandem, der neu angefangen ist, auch mal eine Sache, wo ich gesagt habe, bitte, die Artikel sollen keine Meinung vertreten, sondern sollen neutral sein. Das war eigentlich dann gar kein Problem gewesen, mit dieser Person dann das so hinzukriegen. Die hat das also dann entsprechend geändert. Gut, der eine oder andere hat jetzt aber doch das Mikrofon offen und will was fragen.
Wenn keiner sich traut, dann fange ich mal an. Also um überhaupt etwas im Genwiki reinzusetzen oder zu ändern, muss man sich da erstmal anmelden. Ja. Wie geht so eine Anmeldung vor sich? Ich muss mal gerade ein Dings wegschieben. Auf jeder Seite gibt es hier rechts oben die Möglichkeit Anmeldung, also anmelden. Entweder habe ich bereits einen Benutzernamen oder aber hier unten sieht man Benutzererkennung beantragen. Ja. Ich klicke drauf und bekomme dann hier Beantragung einer Benutzererkennung, gebe meine Benutzererkennung ein, die ich mir aussuche. Schön ist es, wenn man einen richtigen Namen hat, damit man die Leute auch gut ansprechen kann. Ein Passwort und die Passwortwiederholung, also so wie das eigentlich ist. Es werden hier zum Zweiten persönliche Daten abgefragt, aber Achtung, das Einzige, was wirklich angegeben werden muss, ist an irgendeiner Stelle hier die E-Mail. Die E-Mail-Adresse, um mit der Person in Kontakt kommen zu können. Nein, das weiß ich noch gar nicht mehr. Aber auf alle Fälle ist die E-Mail-Adresse dann wichtig, wenn ich mein Passwort vergessen habe. Dann kann ich mir nämlich über diese E-Mail-Adresse das einen Link zuschicken lassen, über dem ich praktisch wieder reinkommen kann, mein Passwort ändern kann. Deswegen ist die E-Mail-Adresse wichtig. Das andere kann ich ausfüllen. Es gibt hier also auch eine Datenschutzerklärung, die ich mir vorher durchlesen kann, denn ich bestätige bei der Anmeldung, dass ich diese Datenschutzerklärung durchgelesen habe. Okay, danke schön. Wichtig ist aber noch zu sagen, dass diese Benutzererkennung für alle Projekte bei COMGUILD gelten. Ja. Also auch für DES und auch für GOV zum Beispiel. Also wer Okay. bereits eine Kennung hat, irgendwo, und wird auch darauf hingewiesen, es gibt einige Vereine, die in einer zentralen Datenbank sind. Hier ist also ein Link, welche Vereine das sind. Die haben bereits einen Zugang, ohne dass sie es wissen. Die sollten sich also am besten dann mal ihr Passwort zuschicken lassen. Also um sich da anzumelden, sollte man dann also vorher schauen, in welchem Verein man eventuell angemeldet ist, auf dieser anderen Seite, hier unter dieser Verein oder War was hier, gerade war, ja, das ist jetzt genau. ein zu weit. Genau. Sollten Sie in keinem dieser Vereine, also da einmal anklicken und dann schauen, ob man in einem dieser Vereine schon angemeldet ist, dann kann man mit der Kennung sich also im Genwiki anmelden. Also Sie haben Super. Also hier die Vereine, die in dieser zentralen Datei vorhanden sind. okay, danke. Bitte. Okay, dann möchte ich noch mal was dazu, noch was sagen. Und zwar, man sollte keine so große Angst haben, einen Artikel anzulegen oder zu anfangen, ist vielleicht am besten nur Artikel zu verbessern oder zu ergänzen, bis man sich sicher genug fühlt, dann eigene Artikel anzulegen. Es ist aber immer, Ernst-Peter hat es ja gezeigt, man kann jederzeit dann schauen, was jemand geändert hat. Und wenn man aus Versehen etwas gelöscht hat, was nicht sein sollte und es abgespeichert hat, dann kann man auch wieder auf diese alte Version, die nicht kaputt gemacht wurde, wieder zurückgehen. Also es ist vollkommen gefahrlos, etwas da zu machen. Vor kurzem war so eine Sache, wo uns also jemand was total kaputt gemacht hat, was er eigentlich nicht hätte machen dürfen, nämlich eine Vorlage hat er geändert, weil er halt einfach angefangen hatte. Fehler lag bei uns, wir hatten diese Vorlage nicht gesperrt. Vorlagen sind normalerweise gesperrt. Er hatte alles kaputt gemacht. Und hat sich also hilfesuchend an mich gewandt und hat gesagt, du guck doch mal, was kann man da machen? Es war also eine ganz leichte Sache, seine Veränderungen rückgängig zu machen, sodass also praktisch der Zustand wie vorher wieder da gewesen ist. Das ist das Schöne an diesem Wiki, man kann wirklich nichts kaputt machen.
Und wenn man eine Benutzerseite hat, kann man auch hingehen und, ach so, das wäre überhaupt sowieso eine Sache, die man... es gibt eine Sache, über die kommt man dann über die Hilfe. Ich meine, es heißt Sandkasten. Genau. Ja, da kann man, wenn man will, drin hin und her probieren, alles, was man möchte. Und wer möchte, kann sich sowas dann auch auf seine Benutzerseite machen und kann dort also drin alleine drin rumwurschteln und ausprobieren, wie was funktioniert. Das hier ist alles keine Information, sondern nur ausprobiert. Also Sandkasten ist das Stichwort. Da hast du, also ich versuche es jetzt nachzuvollziehen, die Hauptseite auf, eigentlich müsste dann links... Hauptseite geht immer über zum Sandkasten kommen. Sandkasten hast du eingegeben, wa? Ich habe jetzt Sandkasten eingegeben, eigentlich aber es müsste... Es gibt hier eine Sache, die heißt Mitmachhilfe. Ja, mache ich auch gerade. Das ist immer so die Sache, wenn man es selten macht, dann sucht man, wo das ist. Mitmachhilfe, hier haben wir es. GenWiki intern, Mitmachhilfe. Und da sollte grundlegendes... In der Mitte, ein bisschen höher, Sandkasten. Ja. Hoch, 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 mach mal wieder. Jetzt ist so hoch. Da ist er, ja, genau. Hier ist der Sandkasten zu finden. Und hier wird also auch noch mal Mut gemacht, einfach mal zu gucken auf die Mitmachseite, wie man da tätig werden kann. Sie sehen auch hier jetzt auf dieser Mitmachhilfe, es werden Hilfen gegeben schon, wie lege ich einen bestimmten Artikel an. Das sollte man dann nachgucken. Und wenn man also da tätig werden will und wenn man sich unsicher ist, einfach mal nachfragen, wer kann einem dabei helfen. Also wir haben gestern im Kölner Stammtisch, habe ich neu gelernt, dass bei den Datenbanken auch Fotodatenbanken dahinter liegen. Habe ich bis gestern auch nicht gewusst. Okay. Also man sollte öfter mal im GenWiki stöbern. Es ist ein wahrer Datenschatz. Mhm. Ernst-Peter, jedoch mal auf Vorlagen, damit man mal sehen kann, also wenn so ein Artikel neu angelegt wird, kann man mit den entsprechenden Vorlagen sich gleich die Hilfe holen, weil die Vorlagen für einen Ortsartikel oder ich weiß nicht was, sind schon recht. Guck mal gerade, ob ich einen Ortsartikel finde. Anlegen eines Ortsartikels. Mhm. Da sind übrigens bereits eine ganze Menge angelegt, die noch fast leer sind. Also bevor man einen neuen anlegt, sollten wir erstmal gucken, ob es gibt. Hier sind einige Angaben gemacht worden. Ein Problem, das wir bei den Artikeln haben, die Artikelnamen müssen eindeutig sein. Das heißt, wir brauchen also, wenn wir gerade bei Orten ja Neustadt zum Beispiel ganz viele haben, müssen die eindeutig die Artikel voneinander zu unterscheiden sein. Bei den Orten ist es sogar relativ einfach. Man kann hier einfach, wenn man dann mal nachgeguckt hat, ob es diesen Ort noch nicht gibt, kann man den hier eintragen. Und wenn man dann auf Artikel anlegen klickt, dann wäre dieser, bekommt man praktisch ein Grundgerüst. Also was haben wir dann, den berühmten Musterort? Der fällt dann gleich wieder auf. Ich lege den Artikel an, was natürlich nicht geht. Warum? Ich bin gar nicht angemeldet. Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Ich gehe mal kurz rein. Anmelden. Und dann Portal Mitmachhilfe. Gucken wir. Ortsartikel.
Ja, man sieht jetzt hier, dass man kann also einige Sachen einstellen für sich. Ich gehe hier unten hin, wo der Ort einzulegen ist. Musterort. Klick hier drauf. Und ja, das ist das, was wir gerne haben. Da ist nämlich irgendwie hat einer Musterort bereits angelegt. Das heißt, den müssen wir wieder rausschmeißen. Also ich muss Musterort am Rhein. Und habe dann praktisch ein leeres Formular. Da steht eine ganze Menge Zeugs drin, was für viele am Anfang nicht so ganz einfach ist. Sind hier Überschriften schon vorhanden, die aber mit solchen Zeichen versehen sind. Die muss ich rausnehmen, damit das Ganze zu sehen ist. Also ich im Moment wäre nur genealogische Bibliografie und historische Bibliografie zu sehen. Wenn ich die weitere Bibliografie rausnehmen will, muss ich das wegmachen. Vor allen Dingen aber, was man machen sollte, gerade am Anfang oder am späten Abend, wenn man schon nicht mehr ganz so sicher ist, was man getan hat, man soll sich eine Vorschau geben lassen. Wenn ich mir die Vorschau ansehe, dann sehe ich, wie der Artikel aussehen würde. Ich sehe, es sind also eine ganze Menge Überschriften drin, aber noch nichts Großes an Informationen. Ich könnte dann, ich habe hier unten dann wieder mein Bearbeitungsfeld, könnte das hier bearbeiten und müsste dann auf Seite speichern gehen. Wenn ich das Ganze, wenn ich also auf Seite speichern gehe, würde das praktisch im GenWiki dann automatisch zu sehen sein. Ich kann hier eine Zusammenfassung noch geben. Und könnte es dann also abspeichern. Mache ich jetzt nicht, dann müssen wir es nämlich anschließend wieder löschen. Gehe einfach wieder raus oder auf eine andere Seite. Wenn ich also diesen Editiervorgang abbreche und gehe wieder auf die Hauptseite, dann ist nichts gespeichert. Und so haben wir also für viele Bereiche wirklich Vorlagen, die zu ergänzen sind. Auch mein Tipp da, gerade bei den Orten gibt es also eine ganze Menge Dinge, die man berücksichtigen kann und muss. Da ist am Anfang ist es ganz gut, wenn man jemanden noch hat, der sich schon auskennt und der einem zur Seite steht. Nämlich diese Verknüpfung zwischen den einzelnen Projekten, also zum Beispiel in SCOF oder so, ist für jemanden, der anfängt, nicht immer gleich so durchschaubar. Das GenWiki ist bei uns der Teil, der am meisten aufgerufen wird. Also es sind zwischen 30.000 und 40.000 Seitenansichten am Tag. Und das GenWiki ist auch der Ort, wo am meisten mitgearbeitet wird, wenn du vielleicht mal auf letzte Änderungen genau gehst, dann können wir sehen, was heute da passiert ist. Wir können uns aber auch angucken, wir sehen nicht, vor einem Monat oder wie auch immer. Also die letzten, genau. Also da passiert eine ganze Menge. Ja. Und man kann. Interessant ist auch, wann die Leute arbeiten. Es gibt welche, die scheinbar des Nachts nicht gut schlafen und dann einfach mal ein bisschen im GenWiki dann was bearbeiten. Also mir geht es manchmal so, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann mache ich da mal was und dann kann ich anschließend wieder gut schlafen. Also bei mir heißt es senile Bettflucht, ja. Also für mich nehme ich das in Anspruch, nicht für andere. Andere haben andere Gründe. Ja, nachts kann man oft auch in Ruhe arbeiten, da kommt einem nichts dazwischen. Vielleicht noch ein Tipp zwischendurch, wenn man länger an einer Seite arbeitet, zwischendurch überlegt, sich weitere Infos holt, dann sollte man zwischendurch einfach mal abspeichern. Ja. Weil das Wiki einen nach einer Zeit, ich weiß nicht, ob es 10 Minuten oder so sind, ausloggt, wenn man inaktiv ist. Mhm. Und das kann dann schon mal passieren, dass dann der Inhalt erstmal weg ist.
und man von Neuem anfangen muss. Also zwischendurch ruhig einfach mal abspeichern. Kennt man doch von jedem Programm, genau, mit dem man arbeitet. Wenn man da nicht zwischenspeichert, ist man verloren. Genau. Also ich habe es jetzt gerade mal ausprobiert mit dem Einloggen im GenWiki. Da ich ja sowieso Mitglied bei CompGen bin, hat es tatsächlich geklappt. Ich brauche mich also nicht neu anmelden oder neues Passwort oder neuen Login zulegen, sondern es passt und klappt tatsächlich. Ja, das geht bei denen, die schon länger Mitglied sind bei CompGen. Da wurden, wir haben ja eine neue Mitgliederverwaltung. Das heißt, wir haben auch eine unabhängige Datenbank, Mitgliederdatenbank von dieser Benutzerverwaltung. Und bei dem Transferieren wurden die alten Daten mit übernommen. Bei den Mitgliedern, die jetzt relativ neu Mitglied geworden sind, die müssen sich da extra einen Account anlegen. Das passiert also nicht automatisch. Einen Artikel über einen Ort, und zwar über den Ort Herten. Da ist irgendwo versteckt ein Hinweis über die Postleitzahl angegeben. Und der stimmt nicht ganz. Herten hat nicht nur eine Postleitzahl, sondern zwei Postleitzahlen. Okay. Und das könnte aber sein, dass das aus dem GOV kommt. Also wenn das hier unten steht. Ja, das war noch ein bisschen tiefer, glaube ich, irgendwo. Ach, immer bis auf Ende. Okay, hier steht eine Postleitzahl. Richtig, 45699, das ist richtig. Ja. Aber die ist nicht für Gesamtherten, sondern die ist eigentlich nur für Herten Mitte und so weiter. Schärlebeck, was zu Herten gehört, und Westerholt, was zu Herten gehört, hat die Postleitzahl 45701. Ja, das ist also gerade ein Punkt, der... wir sprachen davon, dass also die einzelnen Projekte miteinander verknüpft sind. Wenn ich jetzt hier ins GenWiki reingehe, ich bin ja noch angemeldet, ja, und dann sehe ich hier in diesem Abschnitt, da steht einfach nur so eine spitze Klammer GOV und da steht so eine komische Zahl drin oder so eine komische Kombination und Ding. Das heißt, ich kann das hier im GenWiki nicht ändern, sondern ich müsste dazu ins GOV gehen. Okay, ja, aber eigentlich die Postleitzahl 45699, die stimmt ja. Die ist für Herten Süd und Herten Mitte, ist sie richtig. Aber für Herten Schärlebeck und Herten Westerholt stimmt sie halt nicht. Also müsste man praktisch dann nochmal zusätzlich... Gäbe zwei Möglichkeiten. Entweder man vermerkt das hier oben irgendwo bei einer entsprechenden Überschrift, dass es da etwas, dass man da also praktisch etwas reinnehmen würde. Ja, müsste man vielleicht gucken über Stadtteile oder sonst irgendwie was, dass man das einfügt oder so. Ja. Im Zweifelsfall mal gucken, wer da dran gearbeitet hat und den mal fragen, wo er meint, dass es am besten, also wenn es da jemand Spezielles gibt. Wenn jemand ständig dran am Arbeiten ist, dann weiß man ja, der ist also an dieser Seite auch interessiert, dann können wir das dann vielleicht machen. Aber die Veränderung da unten, die kommt erst dann, wenn ich im Projekt GOV das dort eingebe. Wenn man im GOV reingeht, müsste Schärlebeck vertreten sein. Ich mach gerade mal die Namen. Schärlebeck, genau. Und ich werde also auf die Seite von Schärlebeck verwiesen und könnte jetzt praktisch hier, wenn ich hier reingehe, müsste ich ins GOV kommen. Jo, sieht gut aus. Die stimmt nicht. Nein. Das ist das Problem, dass wir hier eben, dass die Bearbeitung im GOV wiederum eine relativ andere ist. Die ist noch mal ein bisschen speziell. Aber Bernd oder Reinhold, habt ihr irgendwelche Fragen noch auf Lager? Nee. Wenn nicht, dann tun wir es gerade ändern. Nee. Denn spezielle Fragen waren keine mehr. Also der saubere Weg ist es im GOV dann. Ja, hier ist also auch, das sieht man dann schon, hier ist das Login auf dieser Seite. Da muss ich dann draufklicken und nicht das anmelden, wie bei dem anderen ist.
Login. Es ist die gleiche Kennung. So. Wir hatten Schärlebeck. Ja, Schärlebeck, das hier genau. Sein. Und jetzt steht also auch, dass ich angemeldet bin. Und ich könnte, ich arbeite ganz gerne hiermit, nur dieses benennen. Und das steht hier dann, hat Postleitzahl 45701 und speichern. Genau. Das ist hier auch ein bisschen ungewöhnlich. Ich sehe nämlich nicht das, was gespeichert worden ist. Also es gibt keine Rückmeldung. Ja. Ich muss jetzt auf Objekt ansehen gehen und kann mir dann sehen, dass die Postleitzahl geändert ist. Genau. Vielleicht könntest du dann ja auch einfach mal auf Westerhold gehen oder Herten-Westerhold. Machen wir doch dadurch, dass wir aus Übergeordneter gehen und dann von da aus wieder Untergeordnete, Westerhold, das gleiche Spiel und da hätten wir gerne auch eine andere. Okay. Ja, super. Dann haben wir das gleich. Man hat also auch gesehen, wie diese einzelnen Projekte vernetzt sind. Und wenn ich jetzt, ich meine, ich müsste... Den Ortsartikel nochmal aufrufst? Jo, den habe ich hier nochmal. Da musst du einen Refresh machen. Ja, ich muss sowieso auf den Ort, auf den Ortsteil gehen. Ja. Ach so, ja. Wir hatten ja Ortsteile geändert. Richtig. Schärlebeck. Richtig. Und dann müsste ihr mir sowieso hier die... neue Sache geben. Muss ich noch, machen wir mal einen Refresh. Vielleicht hat das Sortieren nach Name. Manchmal dauert auch diese Aktualisierung ein bisschen, also zumindest bei den Koordinaten, habe ich das schon gemerkt. Jo, da haben wir die neue Postleitzahl drin. Ja, vielleicht bei Schärlebeck, dass es noch nicht richtig oder genau, dass es da in dem Moment noch nicht aktualisiert war, ja. Mhm. Gut, super, Dankeschön. Gut, haben wir weiter noch Fragen, direkte Fragen? Aber doch, ich habe jetzt noch dazu direkt eine Frage. Und zwar, wenn ich das jetzt sehe, ich bin halt über CompGen im Genwiki angemeldet. Also könnte ich auch, sei es jetzt von Westerhold oder Schellebeck, die Postleitzahlen selber ändern? Wie gesagt, das muss ich im Gov ändern. Also ich könnte es damit eintragen, ja, dass das wäre, aber die sichere Version ist, das Ganze im Gov zu ja, aber ich meinte, ich könnte jetzt mit meinem Zugang über Comp gehen, über Genwiki, ja, könnte ich das im Gov ändern. Aber dann nein, mal, auch, ja. Drück mal bitte aufs Gov, drück mal oben auf die Navigationszelle aufs Gov. Das Gov ist schon was recht kompliziertes. Und da einfach, sag ich mal, drinnen rumzuschreiben. Nein, nicht einfach rumzuschreiben, nee, oder so, sondern ganz einfach nur das dann ab. Ich müsste jetzt genau gucken, wann bei uns die Postleitzahlen genau geändert wurden. Dass man also wirklich da sieht, ab 1993 stand da jetzt, glaube ich, ist eben die neue Postleitzahl. Dass das man wirklich man, also nur das ändert. Und, oder eben halt, vielleicht okay, kann man auch eine Zeile ab mit einfügen, bis 1993 die Postleitzahl, ab 1993 die Postleitzahl. Das würde dann heißen von bis. Ja. Also, weil wir ja die alten, die ganz alten, teilweise vierstellige Nummern ja noch drin haben. Richtig. Und wenn sich die Postleitzahl geändert hat, dann zwischendurch, dann müsste man eintragen von bis dann die Postleitzahl und ab dann die neue Postleitzahl. Richtig. Aber wichtig ist, dass möglichst die Informationen dort gespeichert werden, von wo sie aus dann auch reingebracht werden ins Genwiki. Denn sonst haben wir im Genwiki oben eine Postleitzahl stehen und im GOV eine andere. Und dann fragt sich jemand, ja, welche ist denn jetzt die richtige?
Und beim GOF ist es halt, weil das so eine bestimmte Art und Weise ist, das Ganze dort einzutragen, kann man ganz leicht auch die Sache kaputt machen. Wenn man nicht ganz genau die Syntax einhält, dann im besten Falle sagt er, kann ich gespeichert werden. Richtig, und da war ich am Anfang verrückt geworden. Ich habe gesagt, wo ist der Fehler? Ein fehlendes Komma. Ja. Ein Semikolon an der falschen Stelle und schon funktioniert es nicht. Also du kannst mir gerne die Sachen zuschicken, kannst mich also anmelden und kannst mir die Sachen machen. Also was im GOF halt gerade mit diesen Markern ist, der sucht sich, wenn er keine Koordinaten hat, sucht er sich aus anderen Informationen irgendwelche Koordinaten zusammen. Ja, die manchmal völlig hirnrissig sind. Also ich habe schon gehabt, dass ich einen Ort, was weiß ich, 10 Kilometer, 15 Kilometer von dem Ort entfernt eben diesen Marker gesetzt bekommen habe. Ja, dann ist das ja noch relativ nah, wenn ich dann was, wenn ich dann was suche, was zu Hessen gehört und der Marker sitzt irgendwo in Nordrhein-Westfalen, dann frage ich mich doch, was ist da eigentlich verkehrt? Ja, okay. Das stimmt. Also da bin ich mit meinen 10, 15 Ich meine, die Kilometer Amerikaner nehmen das da dann für, die sagen dann, den Ort gibt es in Hessen nicht, sondern ist in Nordrhein-Westfalen. Gut, wir werden mal drüber nachdenken, ob wir jemanden finden und gewinnen, der vielleicht das GOF auch nochmal einen groben Überblick gibt. Aber das GOF ist schon was recht anspruchsvolles, kompliziertes. Und ich weiß, dass die Macher das nicht so gerne haben, wenn da einer drin rumwirtschaftet. Und wenn Informationen da gesucht werden, es gab schon Workshops dazu und die, genau, die geschnitten wurden und die liegen bei uns. Also wer da mehr wissen möchte, YouTube, kann auf unserem Kanal Workshops, ja genau, auf dem Kanal Workshops, detailliert sich ankicken, was man im GOF alles machen kann. Also von daher kann man sich da online auch informieren. Das sind in der Regel aber, ich sag mal, so Tagesworkshops gewesen. Also unter ein paar Stunden kommt man da nicht unbedingt weg, aber wer sich da richtig informiert. Dafür ist das ja auch einfach zu umfangreich. Ja, ja. Wir haben auch das in mindestens 2 Kursen dokumentiert. Ja, gut, wie gesagt, in Altenberge hatte ich mich mit jemandem also ganz intensiv drüber unterhalten, der sich, also der die Orte und so weiter im GOF eingibt. Und der hat dann eben halt gesagt, ich frage mich jetzt aber nicht mehr, aus welchem Buch das genau ist, der hat irgendwie auf jeden Fall ein ganz altes Buch oder eine ganz alte Vorlage, wo eben halt die Ortsbezeichnungen noch drin standen. Und dementsprechend wurden dann auch die Marker gesetzt oder die Orte eben zugeordnet. Ob das noch unbedingt immer der aktuellste Stand ist, ist eben halt die andere Frage. Das spielt insofern keine Rolle, als das GOF ja die Zugehörigkeit über den, ja, am besten über den ganzen Lebenszeitraum eines Ortes abbildet. Das heißt, ich kann also sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt gehörte er dahin. Später wurde es dann irgendwo anders dahin eingemeindet oder ja, die Krim würde ich jetzt, müssen wir jetzt zum Beispiel gucken, wo tut man die also einsortieren, seitdem sie also von der Sowjetunion besetzt ist. Elsass, Lothringen gehörte mal zum Deutschen Reich für eine bestimmte Zeit, dann wiederum nicht mehr. Also da sind halt einfach möglichst alle Informationen interessant. Ja, also im GOF finde ich also unheimlich toll die Grafiken, die immer dabei sind zu dem einzelnen Ort, von wann bis wann, zu welchem Ort, zu welchem Ortsteil, zu welcher Kirche, zu welcher Gemeinde und so weiter der Ort oder der Ortsteil, der Stadtteil, das Dorf zugehörig war. Also muss ja, und genau sagen. Dafür werden eben dann die alten Bücher hergenommen, dass man das Richtig. Eben so benennen Richtig. Kann. Haben wir noch Fragen? Wenn wir denn nichts mehr haben, dann sage ich mal schönen Dank an alle. Schönen Dank, Ernst-Peter, dass du dir die Mühe gemacht hast. Und wie gesagt, wenn ich zuhöre, dann stelle ich dann sehr, sehr oft fest, oh, habe ich ja noch gar nicht gesehen, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Es sind die vielen Köpfe, die unterschiedlichen Sichten. Und das GenWiki
ist ein wahrer Schatz. Was vielleicht wichtig ist am Schluss noch, wir haben so viel jetzt über die Anmeldung sowas gesprochen. Das GenWiki ist natürlich zunächst mal zum Angucken auch zu gebrauchen, ohne dass man sich anmeldet. Das sollte man nochmal darauf hinweisen. Ich kann überall reingucken, ich kann mir alles ansehen, ohne dass ich mich irgendwo anmelden muss. Anmelden muss ich mich nur, wenn ich aktiv da irgendwas ändern will, also schreiben, editieren will. Aber ansonsten zum Angucken muss sich da keiner anmelden. Richtig. Anders wären die 40.000 Seitenansichten am Tag ja auch nicht zu erklären. Ja klar, es kommt viel über Google. Ja, na klar. So, ich sage jetzt einfach Tschüss an alle. Die Grüße vom Chat auch. Etliche bedanken sich. Ernst-Peter, hast du gut gemacht. Danke.